Hallo, Aufnahme. Aufnahme, sagt sie. Also einmal länger drücken dann. Ja, aber dann ist ja gleich der Akku. Ach nee, die hört dann wieder auf. Und fängt die dann wieder an aufzunehmen irgendwann oder was? Nee. Die läuft jetzt. Irgendwann zeigt die Kamera Akku bei Stereoschalter ab. Okay, so machen wir das. Guten Morgen. Jetzt hoffe ich mal, dass die Mitfahrer alle gut geschlafen haben und ausgeruht sind. Wir starten jetzt am Hotel und fahren erstmals der idyllischen Straße weiter Richtung Löwenstein. Wir kommen also jetzt erstmal zu dem Witz. Heute sind neue Mitfahrer dabei und so wird es nochmal ein bisschen spannender. Also auch heute viel Spaß beim Zuschauen.
Jetzt sind wir im Heilbronner Land. Falsch oder was? Ja, Schotterkette können wir nicht fahren. So, Dalle, arg weit sind wir ja noch nicht gefahren und arg lange auch nicht, aber Kaffee muss eben sein. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Platte nach Löwenstein. Sicherlich sehr vielen von euch ein Begriff, weil die ja weit über die Grenzen von Schwäbisch Hall oder auch hier vom Heilbronnerland raus bekannt ist. Da kommen Motorradfahrer wirklich von allen möglichen Richtungen angefahren, liegt da ziemlich zentral. Man kann gute Gespräche führen, man trifft immer wieder dieselben Gesichter und man kann wirklich ganz tolle Motorräder anschauen. Heute Morgen natürlich noch relativ wenig los, das wird sich aber im Laufe des Tages sicherlich ändern. Und an manchen Tagen bekomme ich ja nicht mal mit dem Motorrad den Parkplatz. So, wir trinken jetzt den Kaffee und dann geht's weiter für uns. Also, vielleicht sieht man sich ja mal. Aufnahme.
Faszinierend. Nächster Haltepunkt ist Waldenburg im Hohenlohe-Kreis. Fränkisch stark geprägt. Die Stadt Waldenburg gehört zur Region Heilbronn-Franken und ist auch immer mal ein Besuch wert. Seht einfach selbst. Nach der Rückfahrt von Waldenburg fahren wir jetzt wieder zurück auf die idyllische Straße und fahren über Liemersbach, Groß-Erlach, Grab bis nach Oberrot. Jetzt haben wir uns wahrlich ein gutes Mittagessen verdient und fahren jetzt nach Unterrot ins Kocherbähnle, wo Speisen serviert werden, die allen bestimmt sehr munden werden. Also, weiter geht's nach Unterrot. Eieiei, die Bäuchte sind voll. Jetzt wuchten wir mal die Motorräder hoch, die kurvenreiche Strecke bis nach Rothenhaar, um anschließend wieder runterzufahren nach Sulzbach am Kocher und der B19 am Kocher entlang folgt bis Abtsgmünd. Und dann geht's langsam schon Richtung Ostalb, auf die Berge und die Aussichten der Schwäbischen Alb.
Altes Gemäuer. Hier oben, bitte, bitte, bitte. Nach dem Kurvenzwing im Kochertal fahren wir jetzt der idyllischen Straße weiterfolgend über die Burgen und Schlösserorte Untergröningen, Laubach, Schönbrunn und Hohenstadt hoch zur Ostalb. Eigentlich wollten wir die Bartholomäersteige von Heubach aus fahren, leider war diese an diesem Samstag gestoppt, sodass wir über Lautern und Lauterburg in 641 Meter hohe Bartholomä gefahren sind. Und weiter geht's dann Richtung Geislingen, hier jetzt schon richtig mitten auf der Ostalb. Ja, hier stehen wir oben im Bartholomä, das heißt, wir haben die Tour Alpgedöns erreicht und fahren jetzt weiter Richtung Geislingen. Jetzt haben wir den südlichsten Punkt unserer Tour heute erreicht und die Claudia wird uns jetzt verlassen. Die fährt jetzt von hier aus direkt zum Bodensee und wir fahren weiter über die Geislinger Steige Richtung Degenfeld.
Hier ist der Skihang. Eieiei, wie schnell doch die Zeit vergeht. Wir sind jetzt weitergefahren von Geislingen aus, die Geislinger Steige hoch und fahren jetzt Richtung Schwäbisch Gmünd. Vorbei an dem Skiort Treffelhausen fahren wir dann über Weiler in den Bergen, wo ein paar ganz bekannte Damen-Skispringerinnen herkommen. Fahren wir den Fortlepass hoch und weiter nach Rechberg. Dann werden wir auf dem Aasrücken eine kleine Pause machen, um ein paar nette Bilder zu machen. Schön hier auf dem Aasrücken. Weiter geht's jetzt über Maitis nach Lorch und dann das Walgersbacher Tal hoch. Das ist auch nochmal eine sehr schöne, kurvenreiche Strecke. Und dann erreichen wir endlich den Ort, den der Rolf heute schon den ganzen Tag entgegenfiebert, Welzheim. Weil da gibt es nämlich die besten Schokobananen, wie er sagt. Thank you.
Ja, jeder Tag oder jede Tour geht mal dem Ende zu und jetzt ist es wieder soweit. Der Uli wird jetzt rechts wegfahren, während die andere ins Hotel nach Sulzbach an der Mur fahren. Es war wieder ein ganz toller Tag, das Wetter war halt wirklich einwandfrei, auch auf der Schwäbischen Alb war es wirklich ganz schön und auch warm. Und wir sind ja heute auch wieder rund 300 Kilometer gefahren. Und die Pausen haben nicht gelitten drunter, es war einfach ganz toll. Und danke Mädels und Jungs, dass ihr dabei wart, einfach eine tolle Tour. Ich freue mich schon auf die nächsten Touren zusammen. So, kommt gut nach Hause und an alle, die es angeschaut haben, danke, dass ihr dabei wart. Also, bis bald, euer Motorradtourer.